Bist du eigentlich tätowiert? Nein. Okay. Kein, ey, ohne keine Tattoos. Lukas, wenn ich du wäre. Ich schwöre, nein, ey. Revi, das, ey. Oder was geht? Boah, Alter, war das unangenehm. Another one. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Wenn ich du wäre. Meine Freunde, ich spiele wieder eine Runde Fortnite mit der Vibe. Wenn ihr Bock habt, im Alpenshop meinen Namen einzutragen, hier Revinzeit einmal eintragen, alle Skins kaufen, damit ich eine Menge Geld bekomme. Das wäre absolut arschgeil. An der Stelle, meine Freunde, wir haben lange kein Wenn ich du wäre gespielt. Wir haben auch lange kein Fortnite mehr gespielt, Lukas. Ich habe extrem Bock. Wir nehmen später noch eine Folge für Lukas auf. Das wird extrem nice. Und ja, Leute, ich habe extrem gute Laune an dieser Stelle. Lukas, ich werde jetzt nicht sagen, wenn ich du wäre, machst du dich bereit, oder du machst das von ganz alleine, denn ansonsten, Lukas, werde ich dich gleich in deiner anderen Folge so sehr abfangen, dass du irgendwas machst, was dich überhaupt nicht glücklich stimmen wird. Also mach's lieber einfach. Als ob du das nicht sowieso machst, Digga. Nein, ich habe mir eigentlich heute was vorgenommen, was Gutes zu machen, also mach dich bitte ready. Lukas, mach dich bitte ready. Hm? Guck mal, Digga, wir haben dieses Video in Mailand gemacht. Du hast eine Menge Spaß. Okay, ich hab mich gewohnt. Gut. Alles gut. Sehr schön. Gut. Digga. So, Lukas. Ja. Was hast du eigentlich für einen Stuhl? Noble-Chair-Stuhl. Ein Noble-Chair-Stuhl. Lukas. Ja, der sehr teuer war, den ich nicht kaputt mache. Nee, den kaputt machen, da redet ja keiner von. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz das Rückenstück von deinem Stuhl abbauen. Keine Ahnung, wie sowas geht. Sieht aus wie ein Handwerk oder was? Warte mal, ja. Absolut nicht, das sieht überhaupt nicht aus. Sieht nicht mal aus wie ein Mensch ansatzweise. Mit dieser, du kannst da so einen Hebel betätigen und dich nach hinten fallen lassen. Mhm. Und da kann man das. Nee, das kann man nicht so einfach abbauen. Tom, mit dem Imbusschlüssel geht das. Ja, ich. Sehe ich aus, als hätte ich hier an meinem PC einen Imbusschlüssel rumliegen oder was? Junge, gib mal normale Aufgaben. Okay, was machen wir denn jetzt? Also, jetzt kannst du die eine Aufgabe nicht machen, ne? Du willst sie nicht machen. Nee. Warum nicht? Ja, ich kann die machen, aber ich habe weder einen Imbusschlüssel noch irgendwas dauernd. Also verweigerst du die Aufgabe, möchtest du mir das so sagen? Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ich würde es ja machen. Möchtest du sie verweigern, die Aufgabe? Digga, ich verweigere gar nichts. Ich bin mich einbuddeln gegangen, da würde ich auch sowas machen. Also machst du es jetzt, oder wie? Na. Probier's. Gut, Lukas. Geh dann mal nach Gotham City. Ah, nee. Keine Ahnung, was hier abgeht. Komm, Lukas, wir gehen mal nach Gotham City. Komm mal mit hier. Lukas! Kommst du mit nach Batman City, Lukas? Ja, nach Gotham? Keine Ahnung, dann machen wir was anderes, Lukas. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir gleich mal ganz kurz ein bisschen. Also nicht ganz so ein bisschen. Ganz kurz, bevor du jetzt hier weiterredest. Du meinst gerade in der Lobby, wenn ich jetzt ready klicke, machst du nicht so harte Sachen. Jetzt soll ich schon meinen Stuhl auseinanderbauen. Das beruhigt schon mal ein bisschen, ja? Komm runter! Du musst dran denken, dass ich ja auch noch eine Folge habe. Und ich kann dir auch noch Aufgaben geben. Also kann ich dich auch noch komplett auseinandernehmen. Aber komm! Gib mir eine Aufgabe, los. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jetzt ganz kurz. Hast du die Möglichkeit, ein Glas Wasser zu holen? Viel trinken ist ja wichtig, ne? Ja, ich habe eine Möglichkeit. Lukas. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein Glas Wasser holen und mir das einfach mal in den Schritt kippen. Es ist schon wieder so unnötig, ne? Hm? Macht schon wieder gar keinen Sinn. Warum? Sag mir einfach warum. Damit du hydriert bist, nehme ich an. Komm, mach ich. Wieso lebt Lukas eigentlich noch? Warum bin ich jetzt hier gerade gepusht? Also das ist jetzt gerade nicht so, dass ich mir das vorgestellt hatte. Warum steht hier ein Stuhl rum? Ach, egal. Lukas? Lukas? Unnötig. So. Wieso lebst du eigentlich noch? Du stehst da AFK rum, also. Ja, warte. Ich muss ja Wasser viele holen, Gegner. Um jetzt das hier zu machen. Ja, was denn, was hast du gemacht? Ja, mir war so einen Schritt gekickt. Warum? Ja, weil das deine Mensch-Du-Wäre-Aufgabe war. Ganz vergessen, ja. Boah, du, ey, ich schwör, jetzt kriegst du sowas von wieder. Hier sind überall Gegner, Lukas, du musst mir ganz dringend helfen. Ach, du brauchst Hilfe. Kannst mich mal am Arsch lecken, Junge. Eine krasse Aussage, Alter. Aber wenn wir schon beim Thema Hose sind, ne? Du arbeitest ja nicht alleine, also in dem Gebäude, wo du bist, sind ja auch noch andere Menschen, ne? Ja, ja. So, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ausziehen bis auf die Unterhose und zu deinen Nachbarn klingeln gehen. Und fragen, ob sie eine Hose für dich haben. Abgeben. Nee, kann sie nicht machen. Ja, doch. Quatsch. Das ist deine Aufgabe. Oder Digga. Geh hoch ins Büro, in diese Büroräume, ob deiner ist. Egal, geh hin und frag, ob jemand eine Hose hat. Ich will soll ich jetzt ganz kurz noch hier ein bisschen angreifen oder nicht? Komm, lass mich doch ein bisschen. Nee, du hast deine Aufgabe. Ein bisschen bleib noch. Bleib da stehen und mach deine Aufgabe. Ist doch unnötig, oder? Mach deine Aufgabe. Gute Position hier, guck mal. Mach deine Aufgabe. Boah, das war ein geiler Hit, Alter. Ja, komm, edit doch auf. 84er Headshot und er stirbt nicht.
Komm mal hinten drauf. Wie viel? 7 Kills. Alles klar, Digga. Dieses Game. Digga, dieses Game. Guck mal, ich gebe ihm einen Headshot. Noscope mit der Deagle. Ja, schieß ihn ab. 84er Headshot und dieses Game ist absolut drin. Ist mir egal, zieh dich aus. Gut, okay. Hose nur aus? Ja. Ja. Nee, alles aus, außer die Unterhose. Auch die Unterhose. Ich hab einen Kill gemacht, by the way. Dann bin ich kurz oben im Büro, bis gleich. By the way, Alter. Das ist so unangenehm, meine ganze Hose ist nass, ne? Oh, Mann, ich hasse, wenn ich Stuhlgeräusche aufnahm. Ist eine Hose für mich? Nee. Super, danke, ciao. Warte, ich geb dir meine. Nein, verpiss dich. Mann. Weißt du, was das Unangenehmste an der ganzen Geschichte ist? Was denn? Dass ich es zweimal machen musste, weil ich beim ersten Mal nur ein Foto gemacht habe. Hä, wie nun? Nein. Digga, what the f***, Alter, ist nicht mit dir richtig. Mann. Junge, heul mal nicht rum. Meine Hose und meine Unterhose sind nass. Super, mach dich ready. Lukas! Gut, Lukas, entweder du machst dich jetzt ready oder ich gebe dir jetzt die krasseste Aufgabe, die du jemals bekommen hast. Möchtest du in komplett nackten Klamotten zu McDonald's reinlaufen oder nicht? Komplett nackten Klamotten. Nicht wirklich jetzt, oder? Nur Aufgaben, die man von zu Hause auch machen kann. Gut, Lukas, du kannst auch von zu Hause, kannst auch schnell auf die Straße laufen, komplett nackt. Möchtest du das machen oder nicht? Mach dich jetzt lieber bereit. Danke. Lukas. Wenn du es jetzt trotzdem sagst, nehme ich nie wieder mit dir auf. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz ein Bild auf Instagram in meine Story posten, wo du deine Brüste zusammendrückst. Nein. Und ja. Was denn? Wahrscheinlich, Digga. Was denn? Na, sehe ich aus wie Katja Krasavitsch oder was? Dann würde ich sagen, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz ein Bild von meinen Füßen in deine Instagram-Story packen und sagen, wer will etwas von meinem Juice haben? Ekelhaft. Also deine nackten Füße bitte. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Yeah, also, du, nur nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Mir folgen auch sehr viele Marketing-Leute von Firmen, mit denen ich kooperiere auf YouTube und sowas, auf Instagram. Ja. Deshalb kann ich da vom Ding her nicht so eine posten. Krass. Was für krass, Junge! Also nochmal nett gesagt. Okay, Lukas. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nicht so eine Scheiße machen muss. Wenn doch, werde ich dich komplett auseinandernehmen. Was soll ich machen? Warte, ich bringe jetzt wieder dieses Huhn hier um. Bei mir ist einer, wir pickaxen uns. Er hat gewonnen. Findest du dich? Ja. Wollt er nicht schaffen. Oder doch. Ja, also, was soll ich machen? Du alter Pro-Gamer. Ja, der Wahnsinn, diese Taktiken. Oh, greif ihn halt nicht an. Mich hat keiner gesehen. Alter, du sollst dich mal bei den drei Fragezeichen bewerben. Ich glaube tatsächlich, dass ich einer der besten Spieler der Welt bin. Alter, einer der allerbesten Spieler der Welt. Hast du einen Rasierer da? Ja, ne? Sehe ich aus, als müsste ich mich rasieren. Nö. Wenn ich du wäre, würde ich mir einen Streifen von meinen Beinhaaren rasieren und die essen. Das hatten wir schon mal mit Beinrasieren, also... Ja, aber du hast die Haare noch nicht gegessen, oder? Ja, aber ich werde doch nicht meine Haare essen. Kannst du dir ein Glas tun und trinken? Ich hau dir eine rein, Mensch. Okay, krass, wie du bis jetzt alle Aufgaben abgelehnt hast, Wahnsinn. Ja, weil du mir sagst, ich soll meine eigenen Haare essen. Ja, und? Das ist doch in Ordnung. Ich mal meine Beinhaare. Lukas? Ja? Was hast du im Kühlschrank? Boah, was soll ich da drin haben? Keine Ahnung. Ein Steak? Ja, Milch. Hast du zufällig Milch da? Nee, ich trinke keine Milch. Okay, hast du irgendwas anderes wie Milch Wasser, da? Ja, Wasser, Milch. Ah ja. Maggi. Aha. Okay, Lukas, pass auf. Du meinst gerade, du hast Milch im Kühlschrank, richtig? Nein. Hast du gerade gesagt? Wer hat das gesagt? Ich hab's Digga, nicht gesagt. Digga, Replay davon, wie du Milch sagst. Ich hab Wasser, Milch. Ah ja. Da war kein Replay. Doch, da war ein Replay. Schreib alle, die kommt auf mich beten, Digga. Ja. Wenn ich du wäre, ja, würde ich ganz kurz die Tüte Milch hochholen. Guck mal, früher haben wir angefangen mit diesem Format. Da musste man in der Runde bellen oder sich drehen oder so. Kannst du nicht mal was Chilliges in-game machen? Erst recht. Ich hab keine Milch, Mann. Okay, Lukas, pass auf. Was? Letzte Aufgabe, okay? Ja. Hast du einen Wasserkocher zu Hause? Ja, ich habe Wasserkocher zu Hause. Okay, ich Lukas, wenn ich du wäre... Weh oder so. Nee, das wäre geil. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz runterlaufen, mir ein Video davon machen, wie du aus deinem Socken einen Tee kochst. Und immer wenn ich sage, bumm, trinkst du daran ein Schlückchen aus der Runde. Also einfach deinen Socken quasi als Tee kochen und dann trinken. Das ist wirklich mehr als fair. Mehr kann ich dir jetzt nicht entgegenkommen. Lukas? Ja. Super, dann bis gleich. Wir unterbrechen die Aufnahme. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir gleich wieder da. Los, weiter. Hast du einen Tee gemacht? Ja. Dann geht's los, auf geht's, komm. Geht's dir gut? Du wirst sterben, glaub ich. Bumm. Ja, der Tee muss ziehen, der ist 1000 Grad heiß aktuell. Da habe ich jetzt gar kein Problem mit, oder? Ich habe eine Katze und ich habe Haare an den Socken und so. Das kann man echt, ich schwöre.
Boah, das stinkt schon so ekelhaft. Hast du eine Katzenallergie? Nein. Ja, dann passt doch. Dann bist du jetzt dran, Lukas. Auf geht's. Ja, ich muss jetzt wirklich mal überlegen, weil ich mir nie so extrem harte Aufgaben ausdenke, damit ich dich nicht so verletze und so. Aber dir ist es ja anscheinend egal. Du trittst ja alles mit deinen Füßen, Digga. Hey, das neue Ort? Ja, richtig. Ich weiß auch, Lukas, ganz ehrlich, ich habe so lange kein Fortnite mehr gespielt. Ich bin da komplett raus, aber gut. Let's go. Gehen wir mal dahin. Ich werde kotzen. Ich schwör's, ich werd einfach kotzen, Digga. Ich weiß nicht, ob du dich echt ein bisschen übertreibst. Du wirst so leiden müssen. Glaub es mir. Oh, nice Killstil. Ich habe gestern ein Minecraft-Video hochgeladen, ne? Das hatte einen sehr, ja, nennen wir es mal schwierigen Start. Wenn ich du wäre, postet das mal als Community-Tab auf deinem YouTube-Kanal, bitte. Klick's auf deinen Nacken. Machen wir. Ne? Kannst ja bei URL eingeben. Und dann schreibst du dazu, Vive lädt jetzt auch Minecraft hoch, check's mal ab. Ja, Ende. Genau. Das ohne sicherlich Hashtag, alle sehen. Wenn ich du wäre. Dein Kanal immer noch nicht abonniert. Jo, Leute, was geht ab? Gut, ganz ohne Emotionen, ohne alles, habe ich einfach genauso geschrieben, wie du es mir gesagt hast. Ja, cool. Haben wir gemacht. Lukas, ja. Wenn ich du wäre, boah, ich würde, glaube ich, ganz kurz mal deine Mutter anrufen und nachfragen. Kannst du mal eine Folge ohne meine Eltern machen? Ganz kurz mal nachfragen. Mama, was glaubst du eigentlich, wie schädlich ist es jetzt, einen Tee aus meinen Socken zu trinken? Nur Fragen. Ja, ja. Mega unlustig und ich weiß nicht, was du dir mit der Aufgabe erhoffst, aber mir doch egal, von mir aus. Ja, blöd gelaufen, ne? Ist nicht rangegangen. Dein Vater. Hast du nicht gesagt? Junge, natürlich, das ist ja wohl Ehrenkodex, du Affe. What the fuck? Du sagst mir irgendwas über Ehrenkodex? Du sagst mir was über Ehrenkodex. Ich deinstalliere dieses Spiel. Heb mich hoch. Heb mich hoch. Heb mich hoch! Ja. Hi, Papa. Was hältst du eigentlich davon, wenn man aus seinen eigenen Socken so einen Tee kocht? Zieh mich hoch, du. Ja, du lässt das? Ja, aus einem. Ja, ist ein guter Geschmack, ne? Ja, geil. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Zieh mich hoch! Okay. Tschüss. Ciao. Das war's, ne? Zieh mich hoch. Warum sollte ich denn? Überleg's dir einfach. Wäre blöd, wenn die jetzt schießen, die Leute das hören, oder? Ja. Lull. Muss da irgendwo sein Mate sein? Ja, hier drüben im Haus. Zone. Gut, wahrscheinlich gehe ich daran down. Ey, dieses Game ist so cool, Mann, wirklich. Die haben es so cool gemacht. Das macht so Spaß, Alter. Bumm. Digga, ich musste Mailand schon Smarties vom Boden essen. Ja und? Ist nichts gegen Tee aus der Socke, ich bitte dich. Da esse ich aber lieber Smarties vom Boden. Das kann ich nachvollziehen. Ey, ich schwör's, ich kann ihn nicht trinken. Bumm, trinke deinen Tee. Das ist eine ganz besondere Tinktur, die wir da drin haben. Das ist eine extrem geile Sache, Digga. Das ist wirklich geil. Nahrhaft ist er, der Gute. Ich kann das nicht trinken. Klar kannst du. Und, wie ist es? Ich dachte, ich muss übel kotzen, aber... Schmeckt halt nach Wasser, ne? Würdest du sagen, dass du dich besser fühlst? Nee. Aber einfach das Gefühl ist so ekelhaft, Junge. Ich will mich von innen drin sauber machen. Hab ihm einen Hit gegeben nochmal, ich hab 1 AP, ich bin weg. Jetzt kommt Opa, aus dem Wasser. Wo bist du denn? Hm? Ey, statt du mir hilfst, bah, ich find das so ekelhaft, Junge, dass ich meine eigenen Sockensaft trinke. Find's nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Revi, wenn ich du wäre, du hast ja gerade so, findest das ja nicht so ekelhaft. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ein Glas holen und einfach mal ganz kurz in Toilettenwasser, so ein ganz mini bisschen sauberes. Du musst nicht vorher reinmachen und jetzt einfach mal tasten. Kann ich schnell noch die Runde zu Ende spielen oder nicht? Machst du das? Werden wir dann sehen gleich, ne? Ganz dumme Frage, bist du eigentlich tätowiert? Nein. Okay. Keine Tattoos. Lukas, wenn ich du wäre... Ich schwöre, nein, ey. Wenn ich Revi, du wäre... Ey. Wir bringen das auf ein falsches Level. Lukas, wenn ich du wäre, ich schicke dir später ein Design für ein Tattoo zu. Oh. Ich werde mich tätowieren. Und wirst das dann auf deinen Unterarm machen, ja? Ich werde mich nicht, aber... Nein, ich werde mich nicht tätowieren. Okay, Lukas, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Ich gönne dir, okay? Aber an der Stelle gönnst du mir auch, okay? Das Tattoo muss nur ein temporäres Tattoo sein, okay? Heißt, nicht für immer. Ja, das ist nur nicht für immer, genau. Ja, dann ist okay. Wie kann das denn sein, Alter? Guck mal, Digga, wie ich ihm gegeben hab, Alter. Einfach nur, es war einfach nur Luck, Digga. Es war einfach nur komplettes Luck. Also, Lukas, wenn ich du wäre, machst du ein temporäres Tattoo auf dem Unterarm, wo drauf steht Creator Code Revinzeit. Das Video hängst du dann bitte hinten an. Nein, Digga, halt's, kein Creator Code. Ich bestell dir jetzt eins, Lukas. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Runde. Du hältst doch wochenlang, oder? Ganz genau. Das war's von dieser wunderschönen Runde. Wenn ich du wäre, Leute, schaut auf jeden Fall bei vorbei und macht's gut. Haut rein. Der Mund geht nach Socken. Perfekt, auf Wiedersehen. Tschüss. So Leute, was geht? Ich wollte nur kurz sagen, mein Tattoo ist jetzt endlich am Start. Noch nicht auf dem Arm, aber dafür hier, Leute. Creator Code Revinzeit. Ich habe sogar richtig krasse Schrift ausgewählt, ihr wisst Bescheid. Das Ding ist halt, in dem Video hat Revi ja nicht gesagt, dass es mir stechen, also so richtig,
richtig tätowieren lassen muss. Er meinte nur, ich soll mich halt tätowieren lassen. Und das mache ich halt jetzt mit diesen Dingern hier. Und die werden jetzt erstmal auf easy ausgeschnitten. Das ist halt echt entspannt, weil das einfach gleich wieder abgewaschen wird. Wie geht denn das nochmal? Vielleicht habe ich das früher immer gemacht. Ich glaube so, ne? Dann auf den Arm. Und dann mit Wasser. Ich glaube, es ist schon fertig. Mashallah, Leute, es geht aber lang. Tja, Leute, würde ich mal stark behaupten. Der Creator-Code Revinzeit ist tätowiert. Ich weiß ja nicht, wie lange das hält, falls es heute beim Duschen wieder abgeht. Tut es mir leid, Revi, an der Stelle. Aber ja, ich hab's gemacht, Leute. Halt mit Trick 17, aber das juckt mich dann auch eher weniger. Sieht fresh aus. Aber ich glaube, ich gehe das auch mal wieder abwaschen, weil so ein Müll auf meinem Arm, das muss ich mir nicht geben.